Juhu und herzlich willkommen zu Gönn dir was. Ja, warum ich heute schon wieder vor der Kamera sitze, hat folgenden Grund. Ich hatte gestern Geburtstag und oh mein Gott, ich habe so viele Glückwünsche und Pakete bekommen und das kann ich euch nicht vorenthalten. Das muss ich euch zeigen. Also, boah, ich muss mich gut geschickt haben. Ja, ich filme heute auch aus meinem Wohnzimmer. Das hat aber nur einen Grund und zwar scheint morgens bei mir ins Bastelzimmer die Sonne so dermaßen rein, dass ich da nicht filmen kann, weil ihr seht nichts mehr. Mache ich da Trollo runter, dann seht ihr auch nichts mehr. Jo, deswegen Wohnzimmer. So, und ich zeige euch das in der Reihenfolge, wie die Pakete kamen. Wir fangen an mit Tinchen. Kennt jeder von euch. Wenn nicht, solltet ihr sie kennenlernen. Sie war ganz fix. Das Paket kam letzte Woche Montag. Und ich kann euch sagen, das ist so unfassbar schwer, zumindest für mich, das da liegen zu lassen. Noch eine ganze Woche. Ne? Klar, sie sagte auch, das kannst du auch ruhig vorher öffnen. Nee, da bin ich dann ein bisschen eigen und will dann ja auch wirklich warten bis zum Geburtstag, weil sonst habe ich ja dann nichts mehr zum Auspacken. So, dann fangen wir mal an. Also, das ist die Karte und sie hat sich absolut in meinen Farben gehalten. Und ich weiß, dass das mit Sicherheit nicht ganz einfach war, weil das sind nicht so wirklich ihre Farben. Super süße Karte. Und dann, ich habe eins ihrer Kunstwerke. Tinchen, du bist einfach die Königin der Mini-Alben. Also, ich habe das schon öfters so unter deine Videos geschrieben, aber es ist so. Jeder, der schon mal ein Album von Tinchen bekommen hat, der weiß, wovon ich rede. Guckt euch das hier mal an. Wie geil ist das denn? Ne? Und hier hinten, super schönes Gebamsel. Ihr wisst, ich liebe Gebamsel. Ja, und das Innenleben, Tina halt. Unfassbar geil. Ne, zig Taschen, hier noch was versteckt, da noch Tags, hier was zum Aufklappen. Einfach genial. Und dann, total süß verpackt, hat sie mir einen Chunky Charm gemacht. In meinen Farben. Ich liebe Gebamsel und ich liebe Chunky Charms. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie unfassbar viel Arbeit das ist. Und ja, alles so ein bisschen maritim gehalten und geil, ne? Einfach nur geil. Ich, ja, Tina, ganz, ganz vielen Dank. Der wird natürlich einen Ehrenplatz erhalten. Hammergeil. Ich liebe solche Teile einfach. Ja, dann kam Nicole. Auf Instagram heißt sie Basteltussi Vintage. Die meisten von euch kennen sie auch. Sie hat leider immer noch keinen YouTube-Kanal, aber ich bin an ihr dran. Das Paket kam dienstags und auch das ist Horror, wenn man da so ewig lange warten muss, ne, bis man das dann aufmachen kann. Ja. Guckt euch mal diese geile Karte an. Ne? Hammer, hammer genial. Genau mein Style, meine Farben. Und auch da weiß ich, dass ihr das nicht so leicht gefallen ist, weil das im Prinzip nicht so ganz ihre Farben sind. Aber mega cool. Mega, mega cool. Dann ging es weiter. Dann hat sie mir in so einem tollen Leinensäckchen
ein paar Boxenverschlüsse geschickt. Und perfekt, weil ich baue gerne und viele Boxen. Und dann eine Kiste. Erstmal total cool. Mega cool. Das hat sich schön hier embossed. So sieht es zumindest aus. Oder mit Heavy Body Gel. Hier eine Schablone und dann Heavy Body Gel. Das musst du mir noch bitte verraten. Cool, ne? Ja, aber das ist Nicole, ne? Sie hat nicht umsonst Basteltussi Vintage und Steampunk. Und das ist die Rückseite. Da. Cool. Einfach nur cool. Aber da war ja auch noch was drin. Ich vergesse immer, ne, dahin zu gucken. So. Ey, wie affengeil ist das denn bitte? Guckt euch das mal an. Ich bin hier fast ausgeflippt. Also, ich will gar nicht wissen, Nicole, wie lange du da dran gesessen hast. Es hat sich gelohnt. Hammer. Es ist einfach hammer cool. Und was für eine geile Idee ist das? Ne? Das bekommt genauso wie mein Album einen absoluten Ehrenplatz. Wunderschön. Ja, und stellt euch mal vor, ne, wenn man dann sowas öffnet und man weiß ja selber oder kann sich bei einigen Sachen auf jeden Fall vorstellen, wie lange derjenige da dran gesessen hat. Ich finde das einfach nur total cool. Nicole, Dankeschön. Und es wäre schön, ne, wenn du wirklich über das Thema YouTube-Kanal doch noch mal intensiver nachdenkst, weil das ist nicht schlimm. Ne? Und alles ist gut und du wärst genau richtig. Ne? So, jetzt brauche ich einen kleinen Break. So, weiter geht's. Und zwar kam danach Nicole. Also noch eine Nicole. Ne? Nicoles Elfenstübchen. Auch die kennt mit Sicherheit jeder von euch. Aber ich werde auch alles unten in der Infobox verlinken. Weil falls ihr die noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das tun. Ja, ich habe so gelacht. Die Karte. Ich habe die Karte damals auf ihrem Kanal gesehen, da hat sie die vorgestellt. Ich habe hier gebrüllt vor Lachen, weil ich finde diesen Spruch so cool. Und die hat sie mir dann tatsächlich zum Geburtstag geschickt. Ne? Könnt ihr lesen? Hat die Blume einen Knick? War der Schmetterling zu dick? Ja, so Vintage-Teile, so Die-Cuts. Könnt ihr hier hinten genau sehen. Und das ist ja perfekt, ne? Also sowas brauche ich ja auch immer. Total cool. Total cool. Ich muss immer noch lachen wegen der Karte. Also ich bin so ein bisschen verwirrt, weil ich hier im Wohnzimmer sitze. Deswegen gucke ich auch immer manchmal nicht in die Kamera. Dann hat sie mir einen Embossing-Folder geschickt und der hat eine coole Größe, weil er 15x15 ist. Und ja, da könnt ihr das Muster erkennen. Cool, einfach nur cool.
So, dann schrieb sie mir in der Geburtstagskarte, ja, ich habe aufgepasst. Da denke ich, okay. Das ist das Teil, wovon ich in meinem Steampunk-Ostereier gesprochen habe. Das hatte ich bei Loredana mal in ihrem Video gesehen und habe in diesem Steampunk-Eier-Video, habe ich gesagt, ich müsste mal zum Teddy fahren und muss mal gucken, ob ich sowas kriege, weil wenn man Gebamsel fotografiert oder wie damals wie die Eier, das ist ganz schwer, die irgendwie aufzuhängen oder ja. Und deswegen wollte ich so ein Teil haben. Tio. Und dann ist Nicole losmarschiert und hat mir so ein Teil besorgt. Und dann auch noch in meiner Farbe. Das ist ja noch das Coolste da dran. Und ja, du hast aufgepasst. Dankeschön. So, und dann. Ihr wisst ja, Frau Nicole ist auch Frau Nähfrau. Frau Nähfrau. Super. Sie hat mir einen Geldbeutel genäht und zwar passend für meine Handtasche. So, das ist der Geldbeutel. Ich liebe ihn. Ich hatte vor vielen, vielen Monaten, hatte sie mal so ein kleines Gewinnspiel gemacht und da habe ich unter anderem auch einen Geldbeutel von ihr gewonnen, was total cool war und den habe ich auch bis gestern in Gebrauch gehabt, aber jetzt habe ich einen Geldbeutel passend zu meiner Handtasche. Moment. So, und zwar ist meine Handtasche hier so in diesem Stoff. Und ja, da wollte ich halt natürlich, wäre schön gewesen, einen passenden Geldbeutel zu haben. Und ja, den habe ich jetzt bekommen, weil. Ne, meine Handtasche, die ist so. Und wenn ihr dann, ne? Perfekt. Einfach nur perfekt. Ja, und als klitzekleines Goodie hat sie das hier mal einfach so mit beigelegt. Ne? Das hat sie hier auf ihrer, hier mit dem Stickmusterprogramm. Ist das nicht niedlich? Hallo? Und auch noch in meinen Farben. Und hier könnt ihr sehen, das sind die letzten Reste wohl von dem Stoff. Ne? Und das hatte sie geschrieben. Und ist das nicht süß? Das ist ein Schlüsselanhänger und ne, wie ihr seht, er erfüllt schon seinen Zweck. Mega cool, Nicole. Aber ich habe mich ja gestern eh schon bei euch allen gemeldet. So, und dann kommt jemand, den ihr wahrscheinlich noch nicht kennt, zumindest nicht auf YouTube kennt. Und zwar die Alex von Treasure Art Effects. Oh, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Sie hat vor kurzem ihren Kanal auf YouTube eröffnet. Auf Instagram ist sie schon länger unterwegs. Ich werde euch ihren YouTube-Channel verlinken. Und ja, wir kennen uns über Insta. Sie war Abonnent oder ist noch Abonnentin von meinem Kanal. Und ja, und da kamen wir halt so über Insta ins Gespräch. Und ja, seit langsam. Seitdem haben wir halt auch regelmäßigen Kontakt. Und ja, das hat sie zum Anlass genommen. Mir was zu schicken. Sie ist auch eine Mixed-Media-Künstlerin, aber auch 3D-Mixed-Media. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, was sie mir alles geschickt hat. Das hat sie ganz raffiniert eingefädelt, weil ich habe alles schon mal gesehen auf Fotos, die sie mir geschickt hat, wo sie dann ein Urteil von mir haben wollte. Jetzt weiß ich, sie wollte einfach nur abchecken, ob ich das schön finde oder nicht, ne? Haha, ich habe dich durchschaut. Total cool.
finde ich diese Karte, weil das ist die allererste Karte, die sie jemals in ihrem Leben gewerkelt hat. Finde ich schon sehr, sehr berührend, ja, dass sie für mich extra eine Karte macht und guckt euch das mal an. Die ist ja wohl mega cool. Hallo? Ne, auch schön 3D. Einfach geil. Einfach geil. Dann war da unter anderem dabei. Das sind die Dosen von IKEA. Magnetisch. Und ist das nicht der Hammer? Ist das nicht der helle Wahnsinn? Geil, ne? Ja, das klebt auch schon. Ich habe keinen magnetischen Kühlschrank, aber dafür, hier sagt schnell, so ein Gefrierschrank. Und da klebt es schon dran. Dann die coole Dose hier. Hammer. Einfach nur Hammer. Das glitzert und glimmert überall. Na, hier. Einfach nur mega cool. Und so Döschen und sowas, das ist ja eh meins, weil das kannst du immer gebrauchen. Da kann man immer Gedöne reinmachen. So, und dann das absolute Highlight ist das hier. Ne, es hat ja mittlerweile auch Spitze gekriegt, dass ich hier auch Frau Blume bin. So, das ist jetzt sogar noch beleuchtet. Das können die aber gar nicht, ne, weil es ist zu hell. So, da hat sie auch mit Crackle Paste gearbeitet, ist in meinem Farbschema geblieben. Was, ja. Mit Sicherheit für jeden der Einzelnen eine Herausforderung war. Aber ist das nicht cool? Ja, mega cool, ne? Auch hier unten die Herzen mit Crackle Paste. Mega cool. Einfach cool. Ja, was soll ich sagen? Also Hammer, Hammer, Hammer. Und dann so als kleines Gimmick. War das hier, ne, so eine Box, so eine lilane Box. So, die macht man auf. Wie geil ist das denn, bitte schön? Ich habe hier geschrien vor Lachen. Also, ihr seht, ich bin mehr als reich beschenkt worden und ich bin noch nicht fertig, ne? Aber ich brauche den Break. Ich muss jetzt noch mal so, weiter geht's. Mittlerweile haben wir späten Nachmittag und ihr seht, ich bin wieder in mein Bastelzimmer gezogen, weil Sonne jetzt weg hier. Und warum später Nachmittag? Weil ich von Loredana wusste, dass ihr Paket am Samstag nicht mehr kommen wird. Also sprich heute und jetzt ist es gerade gekommen. Angst. Aber bevor ich mit Loredana weitermache, habe ich hier von meiner allerbesten Freundin diesen mega coolen, geilen Selfie-Stick bekommen. Ich finde das total cool. Das war eigentlich nur so ein Witz, ne? Wir hatten da so rumgefrotzelt und ja, Mann, ey, dann drehe ich dir mal einen Vlog, ne, und schick dir den. Weißt du, bist das so, ne? Und ja, dann hatte ich tatsächlich
diesen mega coolen Selfie-Stick. Den kann man sogar aufstellen. Perfekt. Und die Fernbedienung hier, also sprich, ne, die kann ich auch rausnehmen und kann dann auch damit, ne, Fotos schießen und so. Mega cool. Total cool. So, Loredana. Ein Riesenpaket. Ich weiß nicht, soll ich damit anfangen oder das zum Schluss? Ich lasse das jetzt mal zum Schluss. Weil okay, es raschelt jetzt. Moment. Ach du Scheiße, ich glaube, ich weiß schon, was das ist. Ey, du bist wohl verrückt. Oh, ich glaube, du bist echt verrückt. Sag mal, ich meine, hier muss ja irgendwo eine Beschreibung sein. Ach, das ist doch bestimmt hier irgendwie ein Fotozelt oder irgendwie sowas. Hier, guck dich das mal an. Coole Tasche. So, irgendwie. Ach du je. Gerade gucken. Das ist hundertprozentig. Ja. Hundertprozentig hier. Fotobox. Da bist du jeckig. So, jetzt machen wir hier mal wieder zu, weil mir fällt hier schon wieder alles raus. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Alles klar. Alles Paletti. Ne? Da baue ich mir dann so auf und das hier sind dann mit Sicherheit verschiedene Hintergründe. Und dann hier die Lampen dabei. Ey, du bist cool. Mega cool. Ja, wir reden nachher noch. Baue ich dann gleich mal auf und werde das auch sofort testen. Cool ist ja, ne, hier in dieser Tasche und ja, total dünn und Hammer. Hammer cool. Im Übrigen, weißt du, warum das am Samstag nicht mehr ankam? Fremder Postbote. Und du hast dich in der Hausnummer vertan. Und dieser Postbote weiß das nicht. Also, ne, sagte mir gerade eben mein eigentlicher Postbote, der gerade kam. Du bist verrückt, verrückt. So. Oh. Anker. Total cool. Werde ich dir auch schreiben nachher, warum das so cool ist. Mega cool. Ist die abgefallen? Wunscherfüller. Die ist bestimmt abgefallen. Cool. Oh, du bist echt Frau Loredana. Ah, hier. Ostern.
Die hast du selber abgeformt, ne? 100 Pro. Guck mal, Rahmen und Co. Das ist perfekt für mich. Oh, wie schnuckelig ist das hier denn? Ach, guck mal. Ach, da ist auch der Brief. Okay. So. Ah, Moment. Moment. Fällt mir hier noch alles raus. Sorry. Alles erdenklich Gute zum Geburtstag, liebe Nicole. Moment. So, da bin ich wieder. Hermes. Ich habe mir noch zum Geburtstag ein paar Kerzen gegönnt. Das ist ja meine nächste schlimme Leidenschaft, die ich habe. So, das ist die Karte. Total schnuckelig. Und dann war hier noch dieser Anhänger mit den Schlüsselchen. Cool. Ach, Loredana. Und es hört noch nicht auf. Ui, das hat aber ganz schön Gewicht. Was ist... Ey, guckt euch das mal an. Das sind so Perlmutt-Chips. Anders kann ich das gar nicht. Oh, wie cool. Das auf so hier maritimen Projekten kann ich mir mega cool vorstellen. So, süße Tasche. Wie geil ist das denn? Oh, boah, ey, gib es auch irgendwas, was du nicht kannst. Sind die nicht süß? Oh mein Gott, sind die süß. Und das dann auch noch zweifach. Die hast du ja selbst gemacht. Die hast du 100 Pro selbst gemacht. Ganz bestimmt hast du die selbst gemacht, oder? Wie cool sind die denn? Leute, Leute, Leute. So. Nochmal. Ganz, ganz, ganz lieben Dank an euch alle, die mir so viele Glückwünsche und mega Geschenke geschickt haben. Cool, einfach nur cool. Ich werde jetzt hier gleich mal gucken mit der Fotobox und ja, die anderen Sachen habe ich schon schön verteilt in meinem Bastelzimmer und ich kann nur Danke sagen. Ja, so. Jetzt, das Video werde ich jetzt gleich, ne, flott bearbeiten, also sprich, ne, für YouTube vorbereiten und dann jeden online. Ne? Also, vielen, vielen Dank.